wenn ihr Videos machen wollt und keine Ideen habt, ja, dann meldet euch bei gutefrage.net an und gebt dort eure Spezialinteressen, also eure die Dinge ein als wie heißt das? Gebt dort einfach eure Spezialgebiete an, in denen ihr euch besonders gut auskennt, ja? Und dann kommen also Fragen, ja? Dann kommen Fragen von, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, was die Leute alles nicht wissen. Wenn du jetzt dich zum Beispiel täglich auf Facebook bewegst, ja, und viele Leute wissen zum Beispiel gar nicht, wie man auf Facebook ein Foto hochlädt oder wie man ein Foto von einem Album in ein anderes Album verschiebt. Also was ich jetzt einfach mache, ich mache einfach ein Video darüber, ne? Ich mache ein Video zu dem Thema, so ein Screencast, mache ich dann dazu, wie man auf Facebook ein Foto verschiebt. Und schwupps habe ich wieder ein neues Video. Ja, und vor allen Dingen habe ich wieder ein Video, was Leute sehen wollen. Ja, oder zu Blogger, ja, keine Ahnung, wie man, da kommen Fragen. Du kannst ja gar nicht vorstellen, was da für Fragen kommen. Aber man lacht darüber. Teilweise, aber diese Fragen können beantwortet werden und diese Fragen können einfach beantwortet werden und diese Fragen bringen dir Besucher. Ja? Wenn du diese Fragen beantwortest, erhältst du Besucher. Ich erhalte überall aus irgendwelchen kleinen, auch Gigs. Ich filme ja gerne, damit habe ich ja eigentlich angefangen, Gigs zu filmen. Und das war jetzt zu dem Thema gute Frage nett. Warum ist gute Frage nett?